Moin erstmal. Hier ist er wieder, euer Pensionator, Exil Nordfriese, Pixelbauer. Ja, und leicht, naja, genervt will ich nicht sagen, aber leicht, wie soll man sagen, bisschen traurig, muss ich sagen, im Moment gerade, weil ich festgestellt habe, was das Problem hier auf der Map ist mit den Rucklern hier auf Höhe der Biogasanlage. Man könnte jetzt schon vermuten, worum es geht. Ich fliege jetzt mal rüber. Ihr merkt es auch beim Überfliegen. Es ruckelt ein bisschen. Und ich habe festgestellt, es liegt nicht an den in Herbstfarben geschmückten Bäumen. Die flackern auch nicht. Ne? Da ist also überhaupt gar kein Problem mehr. Die haben geflackert, das ist richtig. Das Problem habe ich aber wohl ausmerzen können, dadurch, dass ich einfach den Shader Cache von der Nvidia Grafikkarte deaktiviert habe. Der ist komplett aus jetzt, kann man in den Settings machen. Der ist normalerweise irgendwie auf Treiber Standard eingestellt. Man kann den hochdrehen, man kann den runterdrehen. Ich habe ihn mal komplett ausgestellt und dadurch flackert da überhaupt nichts mehr. Das habe ich schon länger getestet. Das ist soweit alles überhaupt kein Thema. Funktioniert super. Aber ihr habt es jetzt hier gerade, glaube ich, auch gemerkt, wenn ich hier vorbeilaufe, ich laufe jetzt mal hier ein bisschen speedy vorbei. Da ruckelt's, da ruckelt's, da ruckelt's, da ruckelt's. Und der Rechner, der idelt hier irgendwie zwischen 50% und 60% rum im Spiel, obwohl die Performance total hochgeschraubt ist. Was habe ich gemacht? Ich habe vorhin mal die Performance des Spiels runtergeschraubt. Auf, sag mal, lowest Einstellungen überhaupt, und trotzdem hat es hier geruckelt. Ne? Keine Ahnung warum. Ich habe TAA eingestellt gehabt, ich habe DLSS eingestellt gehabt. Jetzt aktuell wieder alles auf hohe Performance, und es gibt sowohl in, ja, mit geringer Auflösung, mit geringen Settings gibt es genau die gleichen Ruckler an dieser Stelle hier wie auch auf der geringsten Einstellung, also genauso hoch ist dieses Ruckelverhalten, wenn die Einstellungen hoch sind, und wenn ich die ganzen Einstellungen runterdrehe auf Pixelblock-Grafik, sag ich jetzt mal, dann habe ich da trotzdem Ruckler, und die Grafikkarte ist nicht ausgelastet, der Speicher ist nicht ausgelastet, die CPU ist nicht ausgelastet, es liegt nicht am System. Kann ich jetzt einfach mal so sagen, weil ich dann gedacht habe, okay, irgendwo ran muss es ja liegen. Wenn ich hier vorbeilaufe, ruckelt es. Ja, relativ dicht an der Biogasanlage. Gehe ich jetzt hier mal rüber. Was ich halt eben auch vermutet hatte, das liegt hier an der Siloplatte. Jetzt renne ich hier mal rüber. Da ruckelt nichts. Also, es liegt nicht an der Siloplatte. Renne ich mal hier durch. Hier ruckelt auch nichts. Ja, und ich bin ja auch nicht langsam, das ist alles irgendwie gut. Wenn ich jetzt natürlich schwenke, dann hat man mal kurz ein paar vermeintliche Aussetzer, aber das ist alles nicht so schlimm. Das ist ja überhaupt kein Thema. So, da hat nichts geruckelt. Wenn ich hier rüber renne, ruckelt auch nichts. Auch bei den Bäumen ruckelt nichts. Und wenn ich hier, also hier im Spiel ist alles flüssig, ich weiß nicht, wie das in der Videoaufnahme ist, aber da ruckelt nichts. Alle Dude. Gehe ich jetzt hier zur Biogasanlage. Ich wandere jetzt mal so Richtung Pfütze hier. Und auch die Pfütze, die sieht mega geil aus. Ne? Also finde die wirklich cool. Sieht fast echt aus. Also muss ich schon sagen, mega. Laufe ich jetzt hier entlang an der Biogasanlage. Ruckel, 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 ruckel. So, dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe angefangen, auf der Einstellung, auf der ich jetzt hier bin, den Fermenter zu verkaufen. Plötzlich ruckelte es an der Stelle nicht mehr. Dann habe ich die beiden Güllebehälter hier auch verkauft. Ruckelte noch auf dieser Höhe. Dann habe ich den Bunker verkauft. Bis hierhin konnte ich rennen, ohne dass es ruckelt. Es ruckelte noch, weil das Blockheizkraftwerk quasi hier noch stand. Das habe ich auch verkauft. Und siehe da, nachdem ich alle Pumps and Hosens Geschichten verkauft hatte, bis auf wie heißt das Teil? Lass mich mal kurz nachgucken.
Ja, bis auf die Gasfackel. Die Gasfackel blieb noch stehen. Das war das Einzige. Aber ich hatte alles verkauft von der Pumps & Hoses Biogasanlage und siehe da, es ruckelte nicht mehr. Sobald ich wieder was hingestellt hatte, ruckelte es. Ich hatte mir den Spielstand vorher abgespeichert, sodass da nichts passieren kann. Backup gemacht, alles gut. Ja, kann jetzt also mit Fug und Recht sagen, dass die Biogasanlage von Pumps & Hoses hier Schwierigkeiten macht. Warum auch immer, weiß ich nicht. Ob es an der Kombination aus der Map liegt mit Pumps & Hoses oder keine Ahnung, es wirklich nur an Pumps & Hoses liegt, das weiß ich nicht. Ist das hier nicht auf der Map drauf, funktioniert es wunderbar, keine Ruckler. Ist es auf der Map drauf, Ruckler. Ist also verantwortlich dafür, aus meiner Sicht. Also wird auch jeder andere sagen, also wenn es nicht drauf ist und es nicht ruckelt, dann wird es wohl daran liegen, wenn es dann drauf ist und es doch ruckelt. Also kann ich mir zumindest nicht anders vorstellen. Ich habe auch keine Logfehler. Ich habe auch die anderen Mods, die habe ich jetzt nicht runtergenommen, aber die sind alle, die ich hier drauf habe, bis jetzt ohne Fehler. Ich habe in die Log reingeguckt. Vielleicht ein Fehler bei der Amazone. Beim Amazone-Streuer, der hier irgendwie, oder die Amazone. Was ist denn das hier? So, einmal hinrennen. Da steht sie gar nicht. Die steht hier hinten. Genau, hier bei der Katana ist das, glaube ich, eine Katana. 403 Super, kann ich jetzt gerade gar nicht sehen. Amazon ADP 403 Super, keine Katana. Aber da ist irgendwie was mit dem Füllstatus. Ne? Da ist irgendwas drin. Da passt irgendwas nicht rein. Muss ich nochmal die Log genau auslesen. Aber alles andere ist total in Ordnung. Und ihr seht es ja auch. Moment. Wenn ich hier jetzt mal in den Flugmodus gehe. Alles andere. Ich sehe da keine Ruckler oder sowas. Tagsüber sehe ich da hinten die Bäume, kann die Bäume einzeln zählen. Super Auflösung, auch da oben drauf. Ist alles mega schick. Tolle Auflösung. Und ich habe auch geguckt bei der. Wo ist sie? Kann ich die von hier aus sehen? Die Biogasanlage. Die Original-Biogasanlage hier auf der Karte. Nee, die ist, glaube ich, da hinten irgendwo. Muss ich einmal auf die Map gucken. Können wir uns mal hinbeamen. Ich gucke jetzt im Moment. Wo bin ich denn? Da. Ich gucke in die Richtung. Ich müsste in die Richtung gucken. Also hier ist die Biogasanlage. Wenn wir da mal hinhopsen, können wir auch einmal in die Luft gehen. Jetzt ist er natürlich mit dem Shader-Cache ein bisschen am Ruckeln. Das haben wir aber gleich gelöst, weil hier bin ich in der Ecke nicht so oft. Und ihr merkt auch da, wenn wir hier jetzt mal wieder runtergehen und mal langlaufen, da ruckelt nichts, ne? Also die Biogasanlage, die ist wunderbar prima in Ordnung. Kann man auch hier raufrennen, sehe ich gerade. Hoch. Festgelaufen. So. Ne, aber auf jeden Fall. Ja, ich bin wohl einfach zu fett. So. Hier kommen wir hoch. Alles gar kein Problem. Können wir raufspringen, auf die Biogasanlage raufgehen. Alles total super. Keine Ruckler. Kann auch mit der Maus hier wahnsinnig schnell umschwenken. Da passiert gar nichts. Ne? Also die Biogasanlage ist definitiv in Ordnung. Da gibt es keine Ruckler. Aber hier auf dem Hof, die Biogasanlage, die macht halt Schwierigkeiten. So, kaum sind wir hier, ruckelt es wieder. Also, daran liegt es auf jeden Fall. Ich wüsste nicht, an was es sonst liegen könnte. Wenn ihr Ideen habt, was das sein kann, ne? Ob es tatsächlich jetzt in der Kombination Pumps & Hoses mit der Map ist, weiß ich nicht. Gebt da gerne mal Feedback. Vielleicht habt ihr das Problem auch. Ich habe das Problem halt, wie gesagt, nur hier auf dieser Map. Klar, ich setze jetzt Pumps & Hoses hier auch erstmalig ein, aber hatte ich vorher so nicht. Dann habe ich auch gedacht, es liegt vielleicht an diesen Schildern, an den digitalen Schildern, die hier sind. Die habe ich auch verkauft. Daran lag es nicht. Die habe ich als erstes verkauft. Ich hatte trotzdem die Ruckler. Wir können das ja vielleicht einfach auch mal direkt tun. Ja, hier, Moment.
komme ich da jetzt mit der Maus so schnell ran an das Ding? Zack. Können wir verkaufen. Jo, dann haben wir hier hinten noch eins. Das da. Ah, da will er den Güllebehälter verkaufen. Muss ich ein bisschen rüber scrollen. Vielleicht komme ich da jetzt dran. Jetzt haben wir es. Das können wir verkaufen. Weg damit. Und da auch. So, und dann switchen wir hier mal wieder raus. Jetzt mal den schnellen Rückwärtsgang. Und den schnellen Vorwärtsgang. Siehe da, es ruckelt trotzdem. Ne? Also es liegt nicht an den Geschichten. Und es liegt auch nicht an der Deko. Die ist es auch definitiv nicht. Zum einen schmeißen die Sachen keine Fehler. Und zum anderen, wenn die Deko drauf geblieben ist, aber die ganzen Pumps and Hoses Geschichten nicht drauf waren, gab es auch keine Ruckler. Also daran kann es einfach nicht liegen. Ja, gut. Leute, wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat und ihr sagt, ja, habe ich auch oder keine Ahnung, ähnliche Probleme auch mit Pumps and Hoses, sagt gerne mal Bescheid. Lasst gerne auch das Däumchen da und ein Abo, weil mich das natürlich wahnsinnig supportet und ein bisschen weiterbringt. Das wäre wirklich nett von euch und total klasse. Ja, ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Aushalten hier über meine kleine Schuldzuweisungsarie. Ich werde mal schauen, ob ich noch irgendwelche Informationen zu Pumps and Hoses Problemen finde. Vielleicht gibt es ja irgendwas in irgendwelchen Foren oder in irgendwelchen Stellen, dass man das nochmal irgendwo nachlesen kann. Vielleicht haben das andere auch, ist mir so noch nicht aufgefallen. Habe ich jetzt, wie gesagt, vorhin erst festgestellt. Wir schauen mal. Gut. So viel dazu. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Passt gut auf euch auf. Bleibt munter und gesund. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Enzonator.